Hallo, liebe Deutschlernende. Barbara in der Facebook-Gruppe wollte mehr darüber wissen, warum ich die Steinzeiternährung ausprobiere und wie es mir dabei geht. Ja, also ich habe ein Interview mit Mark Sisson gehört, der über die Steinzeiternährung geredet hat, und er meinte, ja, das ist für ihn sehr gut und ihm geht es viel besser und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus. Und ich habe sein Buch gekauft. Es ist dieses Buch hier, was ich gerade ausprobiere. Das ist ein Buch, womit man in 21 Tagen anscheinend, laut dem Autor, kann man in 21 Tagen seinen Körper so verändern, dass er Fett als Energie nimmt, anstatt Kohlenhydrate. Und ich habe auch ein paar Bilder von dem Autor gesehen, und der hat einen sehr gut gebauten Körper. Insofern dachte ich mir, hey, ich probiere das mal aus. Vielleicht bekomme ich dann auch so einen tollen Körper wie er. Und ein anderer Grund, warum ich die Steinzeit-Diät mache, ist auch, weil ich schon sehr oft davon gehört habe. Ja, also viele Leute, die ich so kenne aus dem Internet oder in vielen Podcasts, wurde darüber geredet und dass es anscheinend so gut ist. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich probiere es aus. Und es scheint mir auch sehr logisch. Also es basiert darauf, dass wir so essen, wie die Menschen früher in der Steinzeit gegessen haben. Ja? Die Idee ist es, dass unsere Gene praktisch auf diesen Lebensstil programmiert wurden. Ja? Dass die ganze Evolution uns so geprägt hat, dass dieser Lebensstil am besten für uns ist, und dass es erst seit ein paar tausend Jahren so ist, dass wir Weizen anbauen und andere Getreidesorten und Brot essen und all sowas. Und dass unsere Gene, oder dass eigentlich das Optimum ist, ganz viel Fleisch und Eier und all sowas zu essen und nicht zu viel Kohlenhydrate. Ja? So, dann probiere ich es aus, und bis jetzt läuft es sehr super. Und ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich gerade in meiner Küche bin, denn ich wollte euch das mal zeigen. Also hier in der Pfanne brutzelt gerade leckeres Schweinefleisch, ja? Und ich habe hier auch mal hingestellt, was ich alles noch so esse, also Eier, ja? Auch Fisch, ja? Hier habe ich ein bisschen Thunfisch, Nüsse, ja? Nüsse sind auch sehr, sehr gut für eine Paleo-Diät oder für eine Steinzeiternährung. Schinken, oh, ich liebe Schinken, ja, ja, das ist jetzt alles nicht vegetarisch oder vegan, aber dafür gibt es dann auch noch ein bisschen Gemüse, ja, also Möhren, Tomaten, auch Obst, Nektarinen, all sowas, das sind so die Dinge, die ich essen darf, sozusagen, und ehrlich gesagt auch essen will. Also ich merke wirklich, dass mir das total viel Spaß macht, diese Ernährung auszuprobieren, und schmeckt mir auch total gut. Ja? Also ich finde es total lecker, all das, was ich jetzt esse. Und früher habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Da habe ich dann einfach irgendwas gekauft, was gerade billig war, und gar nicht darauf geachtet, ist es gut für meinen Körper oder nicht? Und jetzt, da ich mehr, mehr mit Bewusstsein esse, ja, also ich bin mir eher bewusst jetzt, was ich esse. Und ich glaube, der Schlüssel ist es nicht, jetzt eine bestimmte Diät zu folgen oder irgendwie Steinzeit-Diät zu folgen, sondern einfach nur, dass man sich dem bewusst ist, was man isst. Und dass man auch ausprobiert und schaut, ist das, was ich esse, gut für meinen Körper? Ja? Also ein paar von euch haben geschrieben in der Facebook-Gruppe, dass ihr Vegetarier seid,
Und ich denke, wenn man Vegetarier ist, dann ist es auch so, dass man sehr bewusst essen muss praktisch. Ja? Man muss sich überlegen, okay, wenn ich jetzt kein Fleisch essen will, dann braucht mein Körper aber trotzdem die Proteine. Und woher bekomme ich diese Proteine? Ja? Und dann beschäftigt man sich auch sehr viel mit Essen und lernt dadurch viel über gesunde Ernährung. Ja? Und das Ziel ist, also, und das Ziel ist es ja, gesund zu essen. Und gesund essen heißt etwas anderes für andere Menschen. Ja? Und das ist für mich jetzt auch ein Experiment. Und ich kann es empfehlen, auszuprobieren, aber ich kann es nicht empfehlen, unbedingt, dass du es jetzt machen musst oder machen solltest. Ja? Wenn es dir Spaß macht, versuch es auch. Wenn nicht, dann nicht. Und eine andere Idee ist es auch, alles zu eliminieren, was statistisch vielen Menschen nicht gut tut. Ja? Also Brot und Süßgetränke, ja, und raffinierter Zucker, ja, all die Dinge produzieren Probleme, ja, sie machen Probleme bei vielen Menschen. Und es kann sein, dass es jetzt bei mir oder bei dir keine Probleme auslöst. Aber die Idee ist einfach, all diese Dinge nicht zu essen, wirklich nur das zu essen, von dem man weiß, okay, alle Menschen können das essen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Ja? Also deswegen zum Beispiel auch Obst und Gemüse. Ja? Niemand hatte Gesundheitsprobleme, weil er zu viel Obst oder Gemüse gegessen hat. Vielleicht ein paar, die es wirklich übertrieben haben, die wirklich zu viel gegessen haben, zu einseitig gegessen haben. Aber im Grunde genommen hat niemand damit ein Problem. Und deswegen ist es gut, erstmal alles zu essen, was gesund ist, und dann nach und nach zu probieren. Ja? Wenn ich jetzt sehr bewusst bin mit dem, was ich esse, und jetzt zum Beispiel kein Eis esse, dann werde ich sehen, wie es mir geht ohne Eis. Und dann kann ich ja probieren, wie es mir geht, wenn ich dann Eis esse. Und wenn es mir dann schlecht geht, dann weiß ich, ah, das Eis ist schuld. Ja? Aber wenn ich ganz viele verschiedene Lebensmittel esse und mir geht es nicht gut und mein Magen tut weh und ich muss oft pupsen, ja, ich habe Blähung, ich muss pupsen, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Liegt das am Brot, liegt das am Eis, liegt das an der Cola? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich wirklich nur bestimmte Dinge esse, die, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, dann, und ich probiere etwas Neues aus und mir geht es nicht gut, dann weiß ich, ah, es war das Neue, was ich ausprobiert habe. Bevor ich es vergesse, eine Frage war auch, ob ich Milchprodukte esse bzw. trinke. Und ich glaube, ein bisschen Milchprodukte sind okay bei der Steinzeitdiät. Ein bisschen Milchprodukte kann man essen. Aber nicht so viel, also nur sehr wenig. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich immer noch ganz viel Milch habe und auch Milch brauche, weil ich mir Proteinshakes mache. Ja? Ich mache mir so Proteinshakes für Fitness. So ein Pulver ist das. Ja? Ein Pulver, das mische ich mit Milch. Und deswegen brauche ich noch Milch. Aber ich werde schauen, ob ich mir vielleicht andere Milchsorten kaufen kann, also Milchsorten, die gar nicht von der Kuh kommen, wie zum Beispiel Kokosnussmilch. Ja? Und Kokosnussmilch ist Paleo. Ja? Kokosnussmilch ist erlaubt sozusagen in der Steinzeitdiät. Und ich glaube, jetzt muss ich langsam mal das Fleisch wenden, das ist hier schon ziemlich lange. Das Fleisch, oh ja, schön, schön, schön braun, schön braun. So. So. Ach genau, das mag ich auch sehr an der Steinzeitdiät, dass es eigentlich nicht darum geht,
dass Dinge jetzt erlaubt sind oder nicht erlaubt sind oder ich muss einen Plan haben, was esse ich und was nicht, sondern es ist einfach nur, okay, hier ist eine Liste von Essen, das lecker ist und das nach der Paleo-Ernährung oder nach der Idee der Paleo-Ernährung gut sind. Und dann isst man die einfach, wann man Hunger hat. Ja, also ich esse wirklich auch sehr unregelmäßig, beziehungsweise ich werde unregelmäßiger essen, je mehr ich die Steinzeiternährung verfolge. Ja? Und ich werde auch Dinge essen, die ich sehr, sehr lecker finde. Ja? Und das finde ich ganz gut. Es ist jetzt nicht so wie eine Diät, wo man sagt, okay, also die typischen Diäten, die man so macht, um abzunehmen, da muss man Kalorien zählen und da muss man sich ganz genau überlegen, okay, heute esse ich nur so viel und dann hat man das Hungergefühl und dann muss man ganz viel Sport machen. Aber die Herangehensweise der Paleo-Ernährung oder der Steinzeit-Diät ist eine ganz andere. Ja, es ist wirklich so, hier sind die ganz vielen verschiedenen Lebensmittelsorten und iss, was du davon essen willst und probiere dich aus und habe Spaß dabei. Und Fitness ist auch noch eine Komponente. Also der Autor, der Mark Sisson von diesem Buch, der meinte, dass man dann auch ab und zu sprinten soll, ja, oder Krafttraining. Und zwar so ganz, ganz kurzes Training, aber dafür sehr intensiv. Das gehört nach der Meinung des Autors auch zur Steinzeiternährung oder zur Idee der Steinzeiternährung. Genau. Und was ich so toll finde auch, oh, ich bin total begeistert davon, was ich auch so toll finde, ist, dass ich ganz viele neue Lebensmittel ausprobiere, die ich vorher noch nie gegessen habe. Ja? Also zum Beispiel hier Nüsse, ja. Habe ich mir vorher noch nie gekauft, ja, so eine Packung mit Nüssen. Und das macht total viel Spaß, auch mal Nüsse zu essen und das mal auszuprobieren. Also ich hoffe, das war verständlich und hilfreich und inspirierend. Und ich werde euch all die Links in der Beschreibung hinterlassen. Also einmal einen Link für dieses Buch, falls ihr interessiert seid. Und auch ein Link für die Facebook-Gruppe. Ja, also dieses Video ist entstanden, weil mir Barbara eine Frage in der Facebook-Gruppe gestellt hat. Ja? Also trete auch der Facebook-Gruppe bei und stell mir ruhig Fragen und dann möchte ich auch gerne ein Video über deine Frage machen. Okay, das war das und bis morgen. Tschüss.